Liebe Zuschauer, treten bei Ihnen vielleicht Sorgenfalten ins Gesicht, sobald Sie das Wort Dieselfahrverbot hören? Falls nicht, Glück gehabt. Vor allem Handwerker und Lieferanten beunruhigen die drohenden Dieselfahrverbote. Denn die meisten haben Autos und Lieferwagen mit Dieselantrieb. Sie fragen sich, wie sie künftig zu ihren Kunden in den Fahrverbotszonen kommen sollen. Neu kaufen oder umrüsten kann sich schließlich nicht jeder leisten. Wir haben mal bei den Duisburgern nachgefragt, was diese über die Dieselfahrverbote denken. Viel los auf der A59 in Duisburg. Und wo viel Verkehr ist, da ist meistens die Luft schnell schlecht. Laut dem Bundesamt für Umwelt stammen etwa 60% der Stickoxidbelastungen in den deutschen Städten aus dem Verkehrsbereich. Dieselfahrzeuge haben daran einen Anteil von 72,5%. Und das ist vor allem für unsere Gesundheit schädlich. Denn Stickstoffdioxid ist giftig. Es greift Augen und Schleimhäute an, führt zu Atemproblemen und Herz- und Kreislauferkrankungen. Seit Jahren überschreitet Deutschland die EU-Grenzwerte für Stickoxide. 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft sind im Jahresmittel zugelassen. In deutschen Städten misst man aber fast das Doppelte an Stickoxiden in der Luft. Deshalb kommt es in immer mehr Städten zu einem Dieselfahrverbot. Wie zuletzt in Essen. Aber wie sinnvoll ist diese Regelung überhaupt? Meine Meinung ist, das Dieselfahrverbot muss kommen, um einfach in Zukunft eine bessere Luft, eine reine Luft zu kriegen. Das ist doch wieder nur Geldmacherei. Bis jetzt hat sich keiner dran gestört. Auf einmal. Also ich finde es überflüssig. Ich finde das Dieselfahrverbot an sich, klar ist es für Leute, die einen Diesel haben, einschränkend. Aber ich denke schon, dass auf jeden Fall für die Umwelt was getan werden muss und die Feinstaubbelastung halt gesenkt werden muss. Ich bin ja selber davon betroffen, da ich selber Dieselfahrer bin. Und ja, ich denke, das ist überhaupt nicht zu Ende gedacht. Es gibt genügend andere Sachen neben dem Diesel, die Umwelt schädigt. Also ich glaube, da muss man noch mal kräftig drüber nachdenken. Ich bin mir auf jeden Fall ziemlich sicher, dass was geschehen muss in Sachen Diesel und in Sachen Feinstaub. Ob ein Verbot der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Andererseits, wenn man immer nur auf Freiwilligkeit setzt, glaube ich, dass sich nichts tut. In vielen Duisburger Stadtteilen sind die Schadstoffgrenzwerte noch nicht überschritten worden. Deshalb droht in Duisburg erstmal kein Dieselfahrverbot. Trotzdem, das Fahrverbot für ältere Diesel auf der A40 zeigt auch in unserer Stadt seine Wirkung. Tausende Duisburger Autofahrer sind davon betroffen. Es gibt Millionen Menschen, die jeden Tag mit ihrem Auto zum Arbeitsplatz fahren. Das ist nicht immer nur zum Spaß, sondern das ist zum Broterwerb. Die Abwertung der Pkw- und Lkw-Flotten der Unternehmen, das ist schon fast Enteignung. Also vom volkswirtschaftlichen Schaden brauchen wir gar nicht zu sprechen. Also wir müssen diese Dieseldebatte schnell in den Griff kriegen und in politisch umsetzbare Lösungen bringen. Sonst wird es wirklich für diesen Standort und für die ganze Bundesrepublik nicht gut werden. Ja, die Meinungen zum Dieselfahrverbot gehen in Duisburg auseinander. Während sich manche deutlich für ein Dieselfahrverbot aussprechen, möchte unser heutiger Studiogast dagegen vorgehen. Er ist SPD-Bundestagsabgeordneter und war am Montag mit dabei, als Dieselexperten in Duisburg über dieses Thema diskutierten. Herzlich willkommen, Mahmut Özdemir. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Einen schönen guten Abend. Ja, wir haben im Beitrag gerade schon Meinungen gehört, die auf jeden Fall auseinandergehen. Sie möchten die Fahrverbote verhindern, indem Sie Dieselnachrüstungen vorantreiben. Warum ist es Ihnen so wichtig, das Dieselfahrverbot hier in Duisburg vor allem zu verhindern? Also wir haben ja gerade gesehen, dass die Menschen auch sehr ausgewogen sich dazu äußern. Also es gibt viele, die die Mobilität in den Vordergrund stellen und viele auch zu Recht Umwelt und Gesundheit. Und ich denke, dass es derzeit schon technische Systeme gibt, die ganze Abgasnachbehandlung von sogenannten Stickoxiden hinzubekommen, als auch die Partikelminderungssysteme. Wenn wir uns daran erinnern, dass wir vor ein paar Jahren vielen Menschen gesagt haben, dass sie einen Dieselpartikelfilter nachrüsten müssen und heute das schon in Fahrzeugen Serie ist und wir heute jetzt für die Stickoxide beispielsweise Harnstoffeinspritzungslösungen, diese sogenannten Hardware-Nachrüstungen bei Fahrzeugen verlangen. Es ist alles technisch auf dem Markt. Das Bundesverkehrsministerium muss sich jetzt dafür einsetzen, dass diese Nachrüstungen eine schnelle Zulassung bekommen und dass die Automobilhersteller diese auch akzeptieren, ohne dass den Kunden beispielsweise ein Nachteil beim Garantieanspruch entsteht. Wie möchten Sie denn diese Dieselnachrüstungen erreichen und vor allem auch finanzieren? Ja, also wenn man in die öffentliche Debatte guckt, dann haben die Automobilhersteller
die Kunden hinter die Fichte geführt, um es niederrheinisch zu sagen. Und ich denke, dass diese Automobilhersteller auch dafür zur Rechenschaft und zur Verantwortung gezogen werden müssen. Wir haben entsprechende rechtliche Möglichkeiten. Audi hat beispielsweise in München am Landgericht im Rahmen eines Bußgeldprozesses 800 Millionen Euro bezahlt. Ich denke, dieses Geld muss den Verbraucherinnen und Verbrauchern, also den Dieselfahrern, zugutekommen. Damit könnte man schon eine Menge Fahrzeuge nachrüsten und entsprechend auch Grenzwerte, die in Summe von diesen ganzen Betrugsdieseln, die auf der Straße sind, ja erhöht werden. Diese könnte man dadurch nach meiner Meinung nach auch wieder senken. Am Montag fand jetzt ja eine Dieselveranstaltung im Landschaftspark statt, wo verschiedene politische Maßnahmen besprochen wurden und auch Fragen gestellt werden konnten. Vielleicht nehmen Sie uns einmal mit auf die Veranstaltung. Wie ist die aus Ihren Augen verlaufen? Naja, die Veranstaltung ist sehr gut verlaufen. Wir hatten zunächst Sorge, dass wir nicht genug Plätze im Saal im Landschaftspark Nord hatten. Es war eine sehr sachliche, eine sehr ausgewogene Diskussion von den Menschen, die auch verschiedenste Mobilitätsansprüche dargelegt haben. Wir hatten Menschen mit Handicap, die gesagt haben, ich habe mir vor kurzem mein Fahrzeug gekauft, ist aufwendig umgebaut und das gleicht jetzt schon an Enteignung, wenn ich damit nicht demnächst einfahren darf. Man hat über Ausnahmen und Beschränkungen gesprochen, allerdings auch in der Industrie. Und der Präsident der Industrie- und Handelskammer war auch da, hat eine Lanze für die Handwerker gebrochen. Unternehmen planen ja Jahre voraus, wenn sie einen Fuhrpark anschaffen, wenn sie ihre Handwerker, wenn sie ihre Mitarbeiter mobil halten müssen, damit sie zu den Kundinnen und Kunden entsprechend kommen. Und da kann man nicht von heute auf morgen, denke ich, der Wirtschaft, die Investitionsgrundlage wegziehen und sagen, eure Diesel, damit dürft ihr jetzt nicht mehr zu euren Kunden fahren. Mit was für einem Fazit sind Sie aus der Veranstaltung rausgegangen? Mein Fazit war, dass die Veranstaltung durchaus möchte, dass wir Fahrverbote vermeiden. Allerdings, dass wir auch die ganzen Dieselfahrzeuge, die auf der Straße stehen, nach Recht und Gesetz ausrichten. Das heißt, die Dieselfahrzeuge, die derzeit durch Duisburg rumfahren und möglicherweise einen höheren Verbrauchswert, einen höheren Ausstoß an Stickoxiden, einen höheren Ausstoß an sogenannten Partikeln auch haben, dass wir diese Fahrzeuge auf Recht und Gesetz prüfen und diese dann halt auch nur noch rumfahren lassen, die unserer Rechtsordnung entsprechen. Bei der Veranstaltung wurde ja auch unter anderem die Luftbelastung durch die Rheinschifffahrt angesprochen. Denn laut Experten tragen deren Dieselmotoren zur schlechten Schadstoffbilanz zu. Was für Ergebnisse sind daraus gekommen? Ja, damals ist natürlich großes Aufsehen erregt worden, als eine Bachelor- oder eine Masterarbeit war es, glaube ich, an der Universität Duisburg-Essen, die Binnenschifffahrt quasi alleine dafür verantwortlich gemacht hat, dass diese sogenannten Grenzwerte gerissen werden. Und wir wissen natürlich, dass die Binnenschifffahrt mitursächlich dafür ist. Aber da bin ich der festen Überzeugung, dass wir es schaffen müssen, die Binnenschiffer, die heute schon sehr viel tun, mit sogenannter Harnstoffeinspritzung bei der Abgasnachbehandlung, aber auch bei der Beimischung von künstlichen Stoffen zu den Kraftstoffen, dass sie dadurch einen geringeren Ausstoß von Schadstoffen erreichen. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir der Binnenschifffahrt, und wir wollen ja unsere Wasserstraßen stärken, damit wir mehr LKWs, mehr Container aufs Schiff kriegen und nicht auf unseren Straßen. Das fördern wir als Deutscher Bundestag auch. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass wir noch entsprechende Förderprogramme auflegen müssen, damit die ganzen Schiffsdiesel, insbesondere für die mittelständischen Reedereien, auch attraktiv werden, damit sie ihre Fahrzeuge, also ihre Schiffe, auf den neuesten Stand der Technik bringen können. Ich würde jetzt gerne noch mal auf die Autobesitzer zurückkommen. Sie hatten es eben schon erwähnt, vor dem Hintergrund, dass viele Kunden von der Autoindustrie in dem Glauben gelassen wurden, dass sie eben umweltfreundliche Fahrzeuge fahren. Wie möchten Sie diese Autoindustrie zur Rechenschaft ziehen? Einen Vorschlag haben wir sehr schnell umgesetzt, das ist die Musterfeststellungsklage. Damit können ganz viele Verbraucherinnen und Verbraucher den Kampf David gegen Goliath betreiben. Das heißt, der einzelne Verbraucher kann gegen den großen VW-Konzern mit seiner Armada an Rechtsanwälten auch vorgehen, indem er sich einfach mit anderen Betroffenen zusammenschließt und ein Verband erstreitet ein Urteil für viele vergleichbare Fälle. Und diese vergleichbaren Fälle kommen dann jedem Einzelnen wiederum zugute, wenn er seinen Anspruch, wenn er erfolgreich ist, vollstrecken möchte. Der andere Weg ist, dass man ein Unternehmen strafrecht. Da haben wir als SPD schon lange eine Position zu. Hier in Zeiten schon der nordrhein-westfälischen Landesregierung wollten wir das in den Bundesrat einbringen, dass ein Unternehmen, das möglicherweise Verbraucher betrogen hat und dadurch Gewinn erzielt hat, dass man an diesen Gewinn der Unternehmen drankommt und eben nicht nach dem Motto, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen,
ein Vorstandsmitglied einen Geschäftsführer auf die Anklagebank setzt, ihn nach seinen persönlichen Verhältnissen bestraft, aber am Ende des Tages das Unternehmen mit einem Milliardengewinn auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher einfach davonkommt. Und so ist es im Fall von Audi teilweise gewesen. Audi hat freiwillig die Geldbuße gezahlt, weil sie sich einfach beim Betrug ertappt gefühlt haben und es einfach keinen Widerspruch mehr geben konnte. Und wenn man diese Gelder den Verbraucherinnen und Verbrauchern wieder zugutekommen lassen kann, dann ist das der richtige Weg für die Politik und dafür setze ich mich nach wie vor ein. Sie hatten gerade die Musterfälschungsanklage angesprochen, die es seit November 2018 gibt. Vielleicht können Sie einmal die Vorteile zusammenfassen, die diese Sammelklage mit sich bringt. Die Vorteile sind ganz klar. Jeder einzelne Verbraucher müsste eigentlich, wenn er seinen Anspruch durchsetzen will, alleine gegen den entsprechenden Automobilhersteller klagen oder gegen ein großes Unternehmen klagen. Und wir wollen eben diese Verbraucherinnen und Verbraucher, die möglicherweise nicht die wirtschaftlichen Mittel haben, gegen große Konzerne vorzugehen. Also die großen Konzerne laufen ja in Prozessen mit dieser Tragweite mit mehreren gut beratenen Rechtsanwälten auf, während man sich als Verbraucher möglicherweise schwerlich schon einen Rechtsanwalt leisten kann. Und man ist einfach in Rahmen, in Anführungsstrichen, der Waffengleichheit, einem großen Konzern, der mehr Geld, mehr Möglichkeiten und mehr Rechtsanwälte hat, einfach unterlegen. Und diese Unterlegenheit merzen wir dadurch aus, dass wir den ganzen Verbraucherinnen und Verbrauchern die Möglichkeit gestatten, sich zusammenzuschließen und durch diesen Zusammenschluss mehr Kraft und mehr Gewicht auf die Waage zu bringen, wenn es vor Gericht geht. Ja, wir sind gespannt, was die Zukunft für dieses Thema noch bereithält. Ich könnte noch ewig weiter drüber reden, aber leider sind wir jetzt schon am Ende. Danke, dass Sie heute bei uns waren. Sehr gerne.